Kommt ihr zu mir? Scheint so. Ja, okay, noch nicht ganz. Chase muss ich finden. Guys wanna do this, huh? You wanna do this? You wanna do this? You wanna play this game, really? I will camp you, David. I will fucking camp you if you wanna do this. Im Scheißegal. I will camp you. I will camp this guy. I don't care. Geil. Leider keine Facecam dabei. Ich hab gehofft, er geht rechts lang, dachte ich erst. Jetzt wollte er außen rumlaufen. Aber das ist ja zu da. War das hier? Ja. Nee, noch nicht. Shit. Did I lose him? Ist das geil? Oh mein Gott. Da laufe ich. 5 Jets, Leute. 5 Jets. Hey, dass er mich nicht gesehen hat. Man hat doch voll gesehen, wo lang ich laufe. Lol. Man hat das doch voll gesehen, wo ich lang laufe. Mega interessant. 2 Gens an. Yeah, this guy's gonna get the business. Facecam wäre doch schön gewesen von dem, ja. Facecam wäre doch. I was gonna go for that infinite. I might actually facecam this guy for doing this infinite thing. I might actually camp him. Schade, wäre ich just rausgekommen. Because of this infinite. Wäre ich rausgekommen, das wäre jetzt sogar noch geiler you gewesen. Know what I mean? Weil der halt sagt, ich camp den, aber da hat mich nicht gekämpft, weil ich rausgekommen bin. Das wäre so. Just for this, I'm gonna camp him actually. Alter. Yep, I'm definitely camping this guy. Er ist halt heftig, was willst du machen? Wenn dir das auf den Sack geht, dann gehst du weg und lässt mich in Ruhe an der Stelle. Wenn du meinst, ich fresse zu viel. If he wants to be a fucking cocksucker with me, I'll be a cocksucker with him. Nicht wirklich, ich habe Spaß meines Lebens. Ich war kein bisschen angewidert von denen, kein bisschen. War alles okay. Look, he's doing it over and over and over. Alter. Ey, wenn der Spot halt zur Verfügung ist, ich keine Palette nutzen muss, ist das einfach für alle Mates einfach perfekt. Da sag ich auch gleich noch was zu. Genau hier zum Beispiel jetzt. Wait, I don't want to do it that way, I want to do it this way. Ja, zum Beispiel. This guy is getting face camped, dude. Guck, die Sache ist, es ist ja nicht so, als wenn ich in Klammern nur Infinite kann. Infinite, also diesen Spotter lang laufen kann jeder im Prinzip, ja, das ist kein Problem. Aber auf den Killer weiter zu achten, guck, ich geh doch andere Loop. Chase ist hier durch mit dem. For using this infinite, he's fucking getting face camp. Guck, ich gehe auch andere, alle Juke-Plätze mit dem hier durch in der Map. Und es ist ja nicht so, als wenn ich das dann nur könnte. Ich guck ja auch hier auf den Killer. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt auch der Unterschied. Da bin ich rechts lang gelaufen, genau, weil ich links lang nichts mehr hatte. Bin ich lieber rechts lang gegangen. Look how many pallets there is, dude. Ich habe auch gar keine Paletten genutzt. Ich habe gar keine Paletten genutzt. Das ist meine dritte Palette. Dritte Palette. Ich habe 3 Paletten benutzt. Und er beschwert sich, ich sind überall Paletten. Ich habe 3 Paletten benutzt nur. Weil ich vorher keine benutzen musste. Ich habe leider kein Adrenalin jetzt mit, ne? Das wäre cool gewesen. You're getting fucking face camp, prick. Like this guy. All he did was use the infinite abuse on me, like he can get fucked. Jesus Christ, dude.
Okay, aber hier im Chat hat keiner geschrieben. Leider 13 Zuschauer hat er. Also jetzt nicht ein paar mehr, wurde dann der Chat auch reagiert auf die Situation. Leider keiner hat darauf geschrieben. Schade, schade. Leider, leider. Nöd am Start. Da, ja, das war schade. Ich sag, ich hätte mich töten lassen können. Ja, dann wären die ja rausgekommen. Zu dritt statt zu zweit. Ja, ich hatte da kein Problem mit. Junge. Like this cocksucker used that fucking infinite over and over and over and over. Like this is the type of scumbag who I don't mind camping. I have no sympathy for this guy whatsoever. If he wants to play like a dickhead, he'll get camped like a dickhead. Guck, was bringt das, was ihr da hinten rumspringt? Das meine ich. Das ist Potato Gameplay. Was die andere da gemacht hat. Schade jetzt wegen der Mac, ne? Das war echt schön. Ist schöner Versuch vom Bild, aber er hätte noch ein bisschen warten müssen. Das war halt viel zu riskant jetzt, gerade wo er die Säge nutzt, sich hinzustellen. Das war schade. Oh, he's shut up now, hasn't he? Leider, leider, leider. Das hätte der Bild vielleicht sogar noch sehr, sehr geil lösen können mit Unbeugsam. Oh, he's not so cocky now, is he, that guy? Gucken wir noch ein bisschen weiter, ne? Weil da hat er noch ein bisschen mehr gesagt. Dann zieh ich gleich den Chat rüber, Leute. Dann gehe ich nochmal auf den Chat von euch ein und dann spielen wir weiter. Auch wegen Thema Infinite und sowas, sag ich mal, ne? Da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. That's a hatch. Usually when you face camp. Alright, let's forget about that game and start a new one. Like, I don't want to face camp. I don't want to camp like that. But that David, the whole game, I should have stopped chasing him, right? But the whole game, he was using that old infinite, right? And that's all he was doing, wasting my time. Like, he knew he was going to get caught, but he was just using that infinite to waste my time. Er beschwert sich, dass ich in seine Zeit gewastet habe. Das ist die Aufgabe der Überlebenden, den Killern, seine Zeit zu rauben. Gerade wenn du mit denen im Chase bist. Er selber sagt, ich hätte weggehen sollen. Ja, hättest du. 3500 Spielstunden hat der gute Twitcher. Und da kann man doch denken, okay, die Erfahrung ist da. Ja, dass man an so einer Stelle dann weggeht. Gerade wenn du einen Killer hast, der an so einem Spot nicht gerade so besonders stark ist und du direkt im Vorderrhein auch schon weißt, okay, der wird mir hier erstmal Zeit wegnehmen, die ich aber brauche, um andere Leute zu bekommen. Ja? Dass er mir die Chance gegeben hat, weil er so stur war und mir hinterhergerannt ist, war einfach Missplay von Leatherface, beziehungsweise von dem Spieler. Ich habe ihn ungefähr mit dieser Stelle, ich sag jetzt mal, 3 Gens lang ungefähr die Zeit geraubt. 3 Gens, würde ich so sagen. 2 Gens durch die anderen ganzen Spots, die sich ja auch noch im Laufe des Chases so ergeben haben. Aber wie gesagt, wenn er mir die Option gibt, seine Zeit zu wasten mit so einer starken Stelle, mit so einem starken Spot und der mir weiter hinterher rennt, statt einfach zu einer anderen Person zu laufen, damit ich da weggehe, die Stelle nicht habe und dann an einem anderen Generator irgendwo sitze und er dann irgendwann wiederkommt, dann hätte er da nicht diesen Chase an so einem starken Spot gehabt. Ja, das ist ja ganz simpel, dass du dann da weggehst. Habt ihr auch schon öfter in meinen Livestreams gesehen. Wenn jemand da irgendwie ist, wo ich weiß, okay, der kann mir da viel Zeit fressen, gehe ich erstmal woanders hin, weil es einfach taktisch cleverer ist. So, if he wants to like fuck around with me, ruin my game, I'm gonna ruin his game. Er sagt also, wenn ich sein Gameplay ruiniere, dann ruiniert er mein Gameplay. Ich sag mal so, okay, ich bin gestorben, aber wo ist das denn dann mein Gameplay, wo ist denn mein Gameplay da ruiniert worden, wenn er mich nach 5 Generatoren erwischt hat? Also mein Gameplay ist Nonplusultra an der Stelle. Die Kirsche obendrauf habe ich nicht bekommen, okay, aber mir reicht auch so die ganze Torte. Ja? Mein Gameplay ruiniert? Nicht so wirklich. Eher so ist deins, aber weil du selber schuld warst. Mich verfolgt das an so einem Spot. Naja. So viel dazu. Eure Meinungen gerne unten in die Kommentare. Wir können auch gerne darüber ein bisschen diskutieren, wenn wer Bedarf hat. Und dann gehe ich sehr gerne auf eure Fragen ein.
Bis dann, neuen Mr. Alif verabschiedet sich. Haut rein und ciao.